Mein Name ist Sandra Stövesand. Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin beim Team Familienfreundlicher Kreis des Kreises Lippe tätig. FABEL, das ist unser Bündnis in Lippe für Familien. Wir sind eine Initiative lippischer Unternehmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der FABEL-Service wurde 2009 im Rahmen der Verantwortungspartner für Lippe gegründet. Die Initiative kam damals von der IHK und der Gilde Wirtschaftsförderung. Und damals haben sich ganz viele Unternehmen, Institutionen zusammengetan und haben gesagt, wir wollen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Mit unserem Bündnis wollen wir den Standort wirtschaftlich stärken und die familienfreundliche Struktur weiter ausbauen hier im Kreis. Unser konkretes Angebot ist das, dass wir Beschäftigte unserer Mitgliedsunternehmen zu allen Fragen rund um die Familie beraten, von Schwangerschaft über Kinderbetreuung und Pflege. Und auf der anderen Seite begleiten wir die Mitgliedsunternehmen bei der Umsetzung einer familienfreundlichen Personalpolitik. Wir haben unter anderem über das Gleichstellungsbüro einen Babysitter-Service für die Studierenden. Wir haben für die Beschäftigten und Studierenden einen Musikkindergarten. Die Hochschule für Musik Detmold ist seit circa 6 Jahren jetzt Mitglied im FABEL-Service. Die Hochschule ist immer wieder bemüht, hier in der Region Kooperationen zu finden. Und der FABEL-Service ist dafür perfekt geeignet. Sie haben immer einen empathischen, vertrauensvollen Ansprechpartner für jede Form der privaten, kleineren oder größeren Probleme. Ich bin hier bei Diakonis als Fachbereichsleitung für den Bereich Pflege. Ich bin zuständig für das Personalmanagement, das bedeutet Personalgewinnung, aber auch Mitarbeitergespräche, Unterstützung der Leitungen in den Einrichtungen. Es ist so, dass wir mit der größte Arbeitgeber sind im Kreis Lippe. Wir sind schon seit Jahren Mitglied beim FABEL-Service und aktuell ist es so, dass ich regelmäßig vom FABEL-Service Informationen bekomme, insbesondere für unsere Mitarbeiter, die Kinder haben, Familie haben. Diese Informationen gebe ich zum Beispiel regelmäßig weiter. Da geht es um Ferienbetreuung oder um Angebote. Es gibt ganz viele kostenfreie Unternehmungen für Eltern mit Kindern. Und ich bin auch da wieder so ein bisschen die Schnittstelle und kann den Kontakt vermitteln. Oftmals kennen aber die Mitarbeiter FABEL und wissen, an wen sie sich wenden können. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, denke ich, ist für jedes Unternehmen besonders wichtig und für uns als kleineres mittelständisches Unternehmen natürlich auch existenziell wichtig, weil wir natürlich in vielen Gesprächen mit aktuellen Mitarbeitern, aber auch mit potenziellen Mitarbeitern immer wieder auf Möglichkeiten hingewiesen werden oder auch gefragt werden, wie kann ich denn Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Die Stadt Detmold ist auch Kooperationspartner und Mitgliedsunternehmen beim FABEL-Service. Und mit dem FIT, mit dem Familieninformationstreff, arbeiten wir seit Bestehen ganz eng zusammen. Und das FIT hat eine tolle Referentin gefunden, die dort Workshops anbietet. Und wir kommunizieren die Angebote bei uns auf der Homepage und in den Unternehmen. Konkret bietet der FABEL-Service mit meiner Kollegin Eva Giese die betriebliche Pflegelotsenschulung für die Unternehmen an, dass wir dort Ansprechpartner haben. Wir haben Väter-Kind-Angebote auch in den Unternehmen und gleichzeitig bieten wir mit der Lippischen Landeskirche auch einen Elternstartkurs im Unternehmen für die Elternzeitnehmenden im Rahmen des Kontakthalteangebots an. Der FABEL-Service bietet natürlich unseren Mitarbeitern viele Möglichkeiten rund um das Thema Familie, weil es eben auch gerade diese Anonymität der Fragen, auch bei brisanten Fragen vielleicht aus dem Familienleben. Und deshalb glaube ich, ist das eine tolle Unterstützung, wo sich Mitarbeiter Hilfe holen können, die sie sonst woanders nicht bekommen würden. Und auch für mich als Arbeitgeber ist es eine gute Einrichtung, denn auch ich profitiere von dem Netzwerk und viele Themen können eben auch gemeinsam bearbeitet werden, sodass nicht jedes Unternehmen das für sich alleine machen muss.